Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich habe heute eine Tasse aus Papier für euch im weihnachtlichen Look. Wollte ich schon immer mal machen und jetzt ist es soweit. Ich habe gedacht, das passt noch vor Nikolaus. Ihr könnt alles Mögliche in so eine Tasse füllen. Ihr könnt eine Zellophantüte nehmen, mit Plätzchen gefüllt, mit Bonbons. Ihr könnt aber auch ein Eierlikör und ein paar Marzipankugeln reinmachen. Ihr könnt einen Nikolaus reinstellen zum Nikolaus. Für was weiß ich. So individuell einsetzbar, das wollte ich sagen. Und auch natürlich die ganze Jahreszeit über, das ganze Jahr über. Kann man auch im Sommer machen. Ne? Im Sommer wird auch aus Tassen getrunken, dann nimmt man halt kein Weihnachtspapier. Das ist jetzt das Papier hier mit den Nikoläusen. Das ist ein Exklusiv-Online-Papier, Nikolaustag. Ich habe jetzt extra zwei Papiere mir ausgesucht, die auch noch erhältlich sind. Wir haben ja gerade den Ausverkauf aus dem Herbst-Winter-Katalog. Das ist hier nur im Online-Shop, falls ihr euch wundert und das nicht kennt. Aber es ist noch erhältlich und ich möchte heute das hier benutzen. Magischer Winter. Genau, denn das ist auch noch erhältlich, aber schon auf niedrigem Lagerbestand. Wir haben heute Dienstag, am Freitag seht ihr das Video, also ein paar Tage später. Kann sich natürlich schon wieder was geändert haben, deswegen, ja, hoffentlich ist es noch da. Ich werde euch das unter meinem Video verlinken, falls ihr es euch noch bestellen möchtet. Das ist wirklich, habe ich es gezeigt? Nee, ich habe es schon ein paar Mal gezeigt, aber jetzt nicht. Ihr habt so Blau-Grüntöne, es ist einfach nur klasse. Ihr habt so Sprenkel oder hier auch mal Grau mit einem Reh. Hier die Beeren. Das ist eine wunderschöne Seite. Hier nochmal die Bäumchen. Und dann habe ich vielleicht die eine oder andere Seite auch schon aufgebraucht. Für die Tasse als Untergrund nehme ich Abendblau. Das ist nämlich eins der Blautöne aus dem Set. Und wir brauchen 21x12. Also ihr könnt quasi zwei Tassen aus einem A4 Papier machen. Und die kurze Seite lassen wir drin. Da entsteht jetzt der Boden. Den falze ich bei 4 cm. Und jetzt wird es ganz einfach immer 2,5. Bis man fertig ist, also 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, und 20, dann bleibt quasi eine 1 cm Lasche, Klebelasche stehen. Und wenn ihr sagt, also ich habe mir das jetzt bemessen, dass die Tasse 8 cm hoch ist, also das Stück hier. Wenn ihr möchtet, dass die 9 oder 10 cm hoch ist, dann müsst ihr halt euer Papier dementsprechend verlängern. Das geht natürlich auch. So, dann haben wir das jetzt hier. Das brauchen wir dann gleich. Jetzt müssen wir das Designerpapier zurechtschneiden. Und zwar ist es natürlich toll, wenn man was nimmt, was einen Verlauf hat und das dann auch dementsprechend so aufklebt. Deswegen habe ich mich für die Seite entschieden. Ich möchte hier diesen Part haben. Deswegen muss ich das jetzt so schneiden, dass ich diesen Streifen hier erstmal abschneide. 7,7 ist das in meinem Fall. Und dann immer bei 2,2, das ist auch 2,2 oder 2,2. Und dann drehe ich mir das hier so um. Mache das Ganze, ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe das Gefühl, nee, es täuscht mich mein Gefühl.
dass man sich quasi so hinlegt, dass man im Verlauf bleibt. Man hätte auch weiter hier anfangen können, dann hat man mehr Weiß. So, dann nehmen wir uns das hier wieder und dann können wir das jetzt einfach hier drauf ausbreiten und haben ein fortlaufendes Muster. Wobei das gerade nicht danach aussieht. Ich habe aber so aufgepasst. Warum ist das denn jetzt so ein Durcheinander hier? Oder täuscht mich das? Das gehört so. Also ich habe wieder völliges Chaos gemacht. Weiß aber jetzt gerade nicht, wo. Das gehört dahin. Aber ich puzzle ganz gerne, von daher. Hey, was habe ich denn da gemacht? Das kommt dahin. Das kommt dahin. Ja, so ist es richtig. Oh Mann, oh Mann. Ich klebe das jetzt hier mit der Klebeschnecke auf, damit ich nicht so lange warten muss, bis zum Beispiel der Flüssigkleber getrocknet ist. Ihr könnt die Tasse natürlich auch ein bisschen breiter machen. Dann muss man eben auch die Maße anpassen. Gleich beim Zusammenkleben muss man so ein bisschen drauf achten. Es wäre halt cool, wenn man was hätte, was reinpasst, so vom so ein kleines Gläschen oder eine Kerze oder so. Habe ich bei mir jetzt im Haushalt nichts gefunden. Aber es ging auch trotzdem ganz gut, dass man halt eben die Form schön behält. Ich finde das so schön, das Papier und auch mit dem Blau. Das ist jetzt nicht ganz so weihnachtlich wie jetzt mit den Nikoläusen, sondern eher so winterlich. Ne? Heißt ja auch magischer Winter. So, jetzt habt ihr ja hier unten 8-mal diese Felder. Ich mache das jetzt erstmal so, dass ich in der Mitte hier den ersten Cut mache, denn ich möchte gerne hier unten einmal. Auf welcher Seite ihr das macht, ist egal. 4 von diesen Feldern bekleben sozusagen. Ganz unten am Rand. Denn dann haben wir das gleich viel einfacher, wenn wir das Ding jetzt zusammenkleben müssen. Und jetzt schneide ich das hier mir durch. Da muss ich nicht jedes Mal absetzen beim Aufkleben.
Und ganz zum Schluss hier dieses kleine Teil. Das schnibbeln wir raus. Und dann kommt hier auch noch Kleber drauf. Theoretisch könnte man auch das Ganze verlängern und hier eine Falz machen, anstatt abzuschneiden. Und dann könnte man das umklappen und nach innen kleben. Dann hat man oben so ein bisschen eine schönere Kante. Aber mir ist aufgefallen, dass es so, wie es jetzt ist, in der dünnere Variante lässt sich schöner formen. Deswegen lasse ich so. Jetzt alles einmal nachfalzen. So, jetzt können wir es schon mal zusammenkleben. So, wenn man jetzt was hätte, was man reinstellen könnte, dann ist es ein bisschen leichter. Ne? Erstmal machen wir jetzt alle hier nach außen. Und dann haben wir ja 4 beklebt und 4 nicht beklebt. Und jetzt muss immer ein nicht beklebtes auf ein beklebtes. Und ich habe das so gemacht, dass ich immer kreuzweise erstmal angefangen habe. Dass man einfach schon mal diese Form so gut wie es geht hinbekommt. Und dann eben schön bündig übereinander. So, und jetzt, hier oben macht es ja jetzt eine Grätsche. Also man muss es jetzt so ein bisschen drücken, dass es einfach jetzt hier ein Kreuz ergibt. Und dann ist man ganz gut. Und so lässt es sich natürlich viel einfacher zusammenkleben, wie wenn ich jetzt jedes Mal noch an so einem Streifen hier Kleber anbringen müsste oder irgendwas rumfummeln müsste. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und dann kommt gleich noch der Henkel dran und dann war es das im Prinzip schon. Jetzt mache ich mal so ein, drücke es so ein bisschen an, weil das konnte ich jetzt noch gar nicht. Ja, und so entsteht der Becher. Ich habe jetzt hier Folgendes gemacht. Ich habe noch einen Boden drauf geklebt. Meine passende Handstanze, die habe ich zur Zeit der Schule geliehen. Deswegen habe ich hier die Basics mit Pep genommen. Den vierten von innen, der passt bei mir ganz gut. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das muss man schon ein bisschen anhalten. Ne? Also bis das hier alles so klebt und nicht wieder nach oben will, das dauert so einen Moment. Deswegen, man könnte es auch innen noch reinmachen, wobei innen finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber außen würde ich schon noch einen schönen Boden machen. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Henkel. Der Henkel ist 12 x 2,5, was den Farbkarton angeht. Wenn man jetzt 2 draus machen will, dann muss man eben gucken, das ist die 21er Seite, dass man es dann so abschneidet, dass es einem noch dann reicht. So, 12 mal, nee, das war jetzt 2,5 mal 12. Und dann braucht man noch ein schönes Designerpapier, was halt eben nicht unbedingt dasselbe Muster hat. Ich würde fast jetzt schon hier die Rückseite nehmen. Ja, ich glaube, das passt am besten.
Und das ist dann ein bisschen kleiner, wieder 2,2 mal 11,7. So. Und dann halte ich es hier unten fest. Hier unten der Teil, der bleibt gerade. Und dann ziehe ich mir den Rest aber schon mal so ein bisschen übers Falzbeil, weil ich muss das gleich so ankleben, dass es schon mal so ein bisschen im Schwung ist. Ich habe Abreißklebeband genommen, weil es doch so ein bisschen Druck halt aushalten muss. Ich habe eine Mischung aus beiden gemacht. Ich habe Abreißklebeband und Flüssigkleber genommen, um auf Nummer sicher zu gehen. So, und jetzt kann man entweder da kleben, wo man zusammengeklebt hat, oder man sucht sich einen Streifen aus, der einem vielleicht nicht so gut gefällt. Und dann ich mache es jetzt mal nur mit Abreißklebeband. Ich will mal wissen, ob das auch gut hält. Biegt man das einfach so ein bisschen ein und drückt es an. Ja, funktioniert auch. So, und das ist euer Tässchen. Ich finde es süß. Für eine Kleinigkeit zum Verschenken. Oft hat man ja tatsächlich auch was Höheres oder verschenkt man Plätzchen oder was auch immer. Das sind beide Varianten. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr könntet das vielleicht noch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst, wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal! Shoot, go, shoot, go, shoot, go. I can't go.